Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Jagged Alliance 2. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir gedacht, also wenn ich die Quests hier abgebe, die letzten zwei, die mir noch bleiben, dann kann ich eigentlich genauso gut, zwar nicht alle, aber zumindest sechs Leute aus Squad 2 da hinfliegen lassen. Denn Squad 2 kämpft ja momentan sowieso nicht, da brauche ich die Leute da nicht. Und eh, dass die jetzt Stärke trainieren, ohne dass das irgendwie was bringt. Ich würde sagen, ich nehme mal Wolf. Shadow hat ein relativ geringes Level, den sollte ich mitnehmen. Ice, dass der noch einen Levelaufstieg kriegt im Laufe der Kampagne, bezweifle ich. Also Wolf, Shadow, Grizzly, Kuga ist bei. Ach, schade, das kann ich jetzt so nicht sehen. Nee. Steroid. Ja, ist nur Level 5. Und ganz am Anfang davon, aber eventuell, weil Level 5 steigt er ja schneller auf, eventuell kann ich den mitnehmen. MD auf jeden Fall, weil der nur Level 5 ist. Und dann nehme ich Reaper vielleicht noch mit. Also Wolf, Shadow, Grizzly, Steroid, MD, Reaper. Das sollten dann sechs Leute sein und die sollten dann auch in den Heli reinpassen. So, dann nehme ich mir nämlich den Heli. Skyrider here. Und fliege What's your mit dem plans Heli for hier the bird? hin. That's a big Roger, Cap. Oh, und da ist momentan tatsächlich Got unfriendly activity below, Cap. eine feindliche Patrouille. Ich hoffe einfach mal, dass mein Squad 1 eher da ist als der Heli. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Und ich kann Skyrider leider nicht mehr zurückziehen. Got unfriendly activity below. Okay, I'll be looking to get paid when the trip's over. Ja, das ist natürlich ärgerlich jetzt. Dann muss ich. Moment, dann muss ich Squad 2 Skyrider here. What's your plans for the eventuell bird? hier rauswerfen. Oder hier oben. Ich sag einfach mal hier. That's a big Roger, Cap. Denn ansonsten wird es leider nichts, weil ich hier erst noch die I'm Feinde here, Cap. bekämpfen muss. Oder vielleicht kann Skyrider. Ich weiß nicht genau, wie lange Skyrider warten, also hovern und warten kann. Das heißt also, ich gehe hier tatsächlich raus. Skyrider Kann here. er hier What's your oben noch plans for the hinfliegen? bird? Nee, leider nicht. Er muss einmal kurz in Estonia That's a Zwischenhalt big machen. Roger, Cap. We have company. Deidreanis men are around. So, aber dann muss ich hier gerade noch mal kämpfen. Gehe ich mal in den Sektor rein. Gucke mal, wie es aussieht. Wahrscheinlich bin ich nicht mehr allzu gut dabei, was meine Ausdauer angeht. Denn ich habe eigentlich ja nicht gerechnet damit, dass ich hier tatsächlich noch kämpfen muss. Time to take out Zehn the Feinde sind trash. insgesamt wahrscheinlich There's the größtenteils enemy. Rothemden. Das wäre natürlich gut für mich. Gucke ich mal, Here. wie es denn auch. Nee, ne? Ja, doch. See. Ja, jetzt ist zu spät. Die Leichen sind schon zu verrottet, da wo ich eben aus dem Sektor raus bin. Schade. Aber nun gut. So ist es nun mal. Ich kann mal direkt nach hier oben laufen. Ich weiß ja nicht, wo die restlichen Feinde sind. Here. Nicht, dass ich noch von hier oben irgendwie flankiert werde. Aber die Situation ist Yes. relativ kritisch. Also ich nehme hier direkt mal auf meinem Scharfschützen die P90 in die Hand. Here. Also das könnte durchaus problematisch werden, wenn die hier gleich bei den ersten Schüssen, weil die halt relativ weit zusammenstehen, können die bei den ersten Schüssen relativ problemlos eventuell eine Unterbrechung kriegen. Das heißt also, am besten ist es wahrscheinlich. Ja, wie viel AP brauche ich hier für einen Angriff? Über 50. Bin ich bei 62. Granaten wechseln kann ich ohne irgendwas zu machen. So, Gefahr gebannt. Ich glaube, das war gar kein schlechter Zug.
das so zu machen. Soldiers! Und hier habe ich natürlich auch wieder relativ gute Tarnung. Also gehört hat man mich jetzt sowieso schon, dann kann ich auch genauso gut anfangen zu ballern. Hier habe ich vermutlich wieder relativ gute Tarnung. Das heißt also, hier muss ich mir nicht so große Sorgen machen, was das gesehen werden angeht. Also Sorgen muss ich mir natürlich machen, aber eben nicht. Nicht so die größten. Guck ich mal, kann Ira hier zwischen den Bäumen durchgucken? Ja, super. Das ist schon mal gut. Yep. Der Henning... Ja, kann seine Waffe leider nicht wechseln jetzt. Die Feinde da sind erstmal ausgeschaltet, das heißt, die machen nicht mehr so viel, aber... Ich leg mich hier erstmal hin. Dann habe ich den Mad Dog noch. Kann der hier... Ja, eventuell kann der die sogar machen. Wo ich nicht weiß, wie es aussieht, solange... Ja, die liegen halt einfach zu gut am Boden. Ja, okay, das hätte ich nicht machen sollen, das war dumm. Ist aber egal. Elroy kriegt nochmal schön einen... Ja, da kriegt er auch seinen Levelaufstieg in Marksmanship. Und damit wäre es das eigentlich schon für diese Runde. Viel mehr kann ich leider nicht machen. Carlos kann sich noch hinlegen. Aber das war's dann auch schon. Die können mich tatsächlich sehen, das hätte ich nicht gedacht. Wie sieht's denn aus hier? Mit der Ira. Ja, schade, das geht leider nicht. Das heißt, jetzt bin ich auf dem Präsentierteller. I'm having it out with some unfriendlies over here. I don't like this. Zum Glück scheinbar kein Maschinengewehr hier im Sektor. Twinge between my shoulders and cold blood will start dripping down my back. Bingo! Und bevor der hier auch noch aufsteht und in meine Richtung guckt, gebe ich dem lieber auch noch eine mit der P90. Und dann kann ja nee, Henning nimmt erstmal seine richtige Waffe wieder in die Hand. Aber die AP brauche ich momentan nicht. Das heißt, er kann ja auch eine Stun-Granate direkt nachladen eigentlich. So, Mad Dog kann hier aus dem Stehen vermutlich eher nichts machen. Und jetzt auch nichts mehr machen, weil er sich bewegt hat. So, den Elroy habe ich noch. Der probiert es vielleicht mal sogar auf den hier hinten. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Der da oben ist kritisch. Aber ich gucke erstmal, wie es hier mit dem ausgeht. Oh, der hat richtig gefressen. Yes. Aber der hat auch gut Appetit, wie es aussieht. You got my ear. So, das war's für den. Dann bleibt nur noch der Feind da oben, der hier so kritisch liegt. Und den werde ich vermutlich mit Carlos gut ausschalten können. Nee, kann ich nicht. Ja, aber der wird vermutlich zumindest nächste Runde nicht aufstehen und sich umdrehen. Und das, darauf kommt es ja an. Solange er mich nicht sehen kann, ist ja alles in Lot eigentlich. Oh, jetzt kommen sie alle hier aus ihren Löchern gekrochen. So, aber wichtigstes zuerst. Wichtigster ist eigentlich erstmal dieser hier. Bingo! Weißt du, das wollte ich nicht machen. Ich wollte das Visier wechseln. Aber bei mir ist das P nun mal genau neben der Taste zum Visier wechseln. Der hat ordentlich gefuttert, das ist gut. Der andere könnte eigentlich auch noch einmal kurz futtern. Und dann kann ich den Carlos wieder ein bisschen nach oben drehen. Und hab dann, ja, nicht die unbedingt die perfekte... Sicherheit, aber schon eine ziemlich gute. Und dann geht's hier weiter. Elroy kann vielleicht auch nochmal ein Pünktchen sammeln. Oh, der ist ja richtig OP jetzt. Hat er einfach nur irgendwie... Also, würfelt er einfach nur glücklich momentan oder ist der einfach komplett OP, wenn man den mal trainiert? Mir gefällt ja eigentlich nicht, dass diese ganzen Jungs hier in
Mad Labs Sektor sind, obwohl hier hinten die Hintertür auf ist, ne? Also nicht, dass sie den noch irgendwie gefunden haben. Aber das würde mich wundern, wenn das Spiel tatsächlich so weit mitdenkt. Yes. Ja gut, der ist halt hinterm Baum, ne? Da, da ist nichts. Und dann brauche ich doch den Carlos nochmal. Caramba! So, das war quasi 360 No-Scope. Na gut, er hat halt sein Scope ja tatsächlich eigentlich drauf. So. Mal gucken, ob ich mit einem anderen Winkel hier ein bisschen mehr auf diesen hier ausrichten kann. Vielleicht, ja, leider kann ich nicht mehr schießen. Yes. Das ist dann natürlich dumm. Der Dimitri trifft ihn auch nicht. Yes. Komm schon. Ja. So will ich da sehen. Einmal getroffen zumindest. Elroy probiert sich nochmal an diesem hier. You got my ear. Und Ira kann ja auch noch ein bisschen trainieren. Flippin' A. No dice. Max sieht einen. Wo sieht Max denn einen? Ach, der sieht den hier unten. Here. Weiterer Trainingspartner für Elroy. Leider nichts raus geworden. Naja, dann nehme ich Ira als nächstes. Now that yes. Was yes. Und der Dimitri hatte den, ja, der hat den sogar getroffen. Diesmal. Yes. Aber kurz nachladen, damit ich keine Magazine yes. leer schieße. Und dann gucke ich mal, wie viele Feinde ich noch habe. Einen Feind noch, der hier irgendwo you noch rumsitzt. Roger. Roger. Bin mal gespannt, wo der jetzt am Campen ist. Aber gut, ich werde ihn schon finden. Irgendwie, irgendwann wirst du meins sein. Roger. Time to work. Ach, da oben kommt er schon. Alles klar. Sie. Komm, Carlos. Hol ihn dir ab. Hol ihn dir ab, den Jungen. So, da gibt's schon mal einen auf die Löffel. Nicht, dass ich hier noch irgendwie durch eine Wand durchschieße und dann MATLAB verletze. Das wäre scheiße. Ja, er läuft so ein bisschen hin und her, weiß nicht so ganz, was er machen soll. Ich kann ihm das aber problemlos sagen, was er machen soll. Ich demonstriere das mal. Und dass der auf mich noch die Initiative kriegt, damit ist nun wirklich nicht zu rechnen. Nachdem der so viel gefuttert hat. Und das war's dann auch. So, dann nehme ich mal, wer hat denn die Kamera? Mad Dog hat, glaube ich, die Kamera. Achso, jetzt ist es natürlich so, dass mein Squad 2 hier noch nicht ist. Aber ich gucke mal, ob MATLAB hier in seinem Labor gerade drin ist. Ja, MATLAB ist noch da. Das heißt also, ich werde dann vermutlich das Ganze, die Quest abgeben können, wenn ich Squad 2 hier direkt noch mitziehe. Agreed. Und der Heli kann erstmal in Estoni warten eigentlich. Das heißt, dafür muss ich erstmal gucken, wie ist denn überhaupt hier mit meinen, ja, so viele Milizen habe ich da halt nicht mehr, ne? Aber die werden es schon schaffen, das Ganze nochmal zu verteidigen. Das sind ja größtenteils auch Elite-Milizen. Ja, nicht größtenteils, aber ein paar sind dabei. Und dann habe ich den Heli hier gleich wieder. Ach, hier kommt jetzt nochmal so eine Feindpatrouille. Also das ist ja, das sind ja einfach viel zu viele eigentlich für meinen Geschmack hier. Ich nehme hier gerade mal, Moment, ich spreche ihn gerade nochmal an. You're a fine sight to behold. Can't really stay for too long. Got more on my mind than 10 people if you put them together. Perfect. A little gem she is. It'll do just fine. Now all I be needing is a rifle of some sort, preferably a good one. Soll ich ihm jetzt einfach also ist es egal, was ich ihm für ein Gewehr gebe? Kann ich das Gewehr nachher auswechseln, was an dem Roboter dran ist? Ich werde gerade mal speichern, weil das einfach irgendwie, also ich meine, im Real Life könnte ich ihn ja fragen, aber hier im Spiel kann ich das halt nicht. Ich werde ihm einfach mal irgendein Gewehr geben.
Auge Para, ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich gebe ihm gerade mal. Ich gebe ihm mal ein SR25. This'll work fine. Now it's a permanent thing once I get her attached, so you best have another weapon in mind for yourself. Come back tomorrow and she'll be ready for you. Not wise to be ignoring my work. I really should get to it. Okay, also scheinbar wird jetzt das... Nothing. Ich meine, ich will den Roboter ja sowieso nicht benutzen. Das heißt, eigentlich ist es mir relativ egal. Ob da jetzt ein SR25 dran, ich will halt nur einmal kurz zeigen, wie der funktioniert. Das heißt, das weiß ich selber ja nicht so wirklich. Aber einfach mal ausprobieren, wie der funktioniert und dann werde ich den stehen lassen. Weil ich brauche, also der Roboter ist ja kein separater Charakter, den ich für free kriege, wenn ich das so richtig verstanden habe. Sondern wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist der Roboter, muss der Roboter auch von einem meiner Charaktere gesteuert werden. Und damit verliere ich natürlich halt dann dadurch einen meiner Charaktere, ne? Und ich weiß auch nicht, ob, also das muss ich dann mal gucken, ob der Roboter quasi in meinem Squad sozusagen sein muss. Yes. Also ob der einen Squadplatz belegt oder nicht. Wäre auch noch ganz interessant zu wissen. Yes, sure. So, ich verteile meine Leute mal, also den Kampf nehme ich noch mit, ne? Ich verteile meine Leute mal so, dass sie hier alle schön nach Süden gucken. Denn gleich kommt hier ja noch eine feindliche Patrouille, mir einen kleinen Besuch abstatten. Wenn ich das so richtig gesehen habe. Der Reaper geht auch mal runter. Oh, der kann aber gar nicht zwischendurch gucken. Das ist natürlich dann Quatsch. Wie sieht's denn aus, wenn er vielleicht auf Deckung verzichtet? Dann kann er auch nicht besonders weit gucken. Naja, besser als gar nichts. Yes. Wahrscheinlich hätte ich am besten die Scharfschützen eigentlich hier irgendwo in der Nähe. Yes. Und hier good. Eher jemanden so in Richtung Nahkampf. Ich muss ja nicht auch die Squads unbedingt alle quasi... Also ich kann die Squads auch ruhig aufteilen, da ist ja auch kein großes Problem. Dann hätte ich hier noch ganz gerne einen relativ geübten, ja, einen MG-Schützen kann ich noch gut gebrauchen. Ist gut. Der hier ein bisschen unterdrücken kann. Yep. Alright. Sind jetzt natürlich alle relativ weit verteilt, meine Leute. Sollte aber kein, also nicht das größte Problem sein. Yes. Ira nimmt ein Fernglas, See. Carlos nimmt auch ein Fernglas am besten. Und dann verteile ich die noch so, dass ich hier so ein bisschen gucken kann. Ein bisschen weiter gucken kann eventuell als normal, dann kommt die... Und habe ich hier noch irgendwer? Ja, hier steht halt... Yes. Gut, dass ich das noch gemerkt habe, dass hier noch... Einer rumsteht. Okay. 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 So, jetzt müssen natürlich alle wieder auf dem armen Dimitri rumhacken. Dimitri wird wieder gemobbt hier. Das kann doch nicht sein. So, dann... Der Dimitri hier noch hin irgendwo... Ich meine, ich habe gegenüber der Patrouille, die da jetzt ankommt, habe ich so sehr Vorteil. Was die Mannstärke ganz einfach angeht, dass also ich... Also in jedweder Hinsicht die Mannstärke ist bei mir also sehr stark ausgeprägt. Das heißt also... Yes. Die Patrouille wird da vermutlich nicht viel anrichten können. Aber eh, dass ich hier dann doch noch irgendwie einen dummen Verlust mache aus irgendwelchen Gründen, verteile ich meine Leute lieber halbwegs ordentlich.
Damit ich nicht nachher wieder sage, hätte ich das bloß gemacht. So, dann brauche ich hier noch irgendwie jemanden, der hier vielleicht mal ein Auge hier nach Norden hat, damit ich nicht flankiert werde. Das kann ja durchaus sein, dass ich hier relativ stark tatsächlich hier flankiert werde. Dann hole ich mir noch den Shadow dazu. Und dann habe ich jetzt noch nur den Miguel, der kann noch hier vielleicht hinkommen. Hier ist momentan ein bisschen dünner. Hier schön irgendwie so in die... Ach nee, da liegt ja schon einer. Ha! So gut sind die Leute getarnt, dass ich da selber nicht mal mehr weiß, wo die alle sind. So, hier vielleicht so ein bisschen in die Büsche. Und dann kann ich eigentlich auf den Feind relativ entspannt warten. Und am nächsten Tag muss ich dann... Ja, vielleicht ist da ja mal ein Schwarzhemd dabei, dem ich die Uniform... Ach komm, jetzt... Ja, weil ich die Videokamera abgelegt habe, ne? Ist das denn wirklich euer Ernst? Ich hoffe mal, der zockt sich da nicht noch was. Sonst kriegt er wieder einen negativen Ruf. Achso, die Patrouille will auch Estoni gar nicht angreifen. Boah, wie viele... Na, stopp. Nee. Nope. Sounds good. I'm waiting on new orders here. This is a guaranteed combat area. Got enemies. So, da kommen auch wieder die Feinde und ich habe... I got that feeling I always get just before all hell breaks loose. Yes. Ich habe 15 Feinde gegen 14 Söldner. Also das hier wirklich, ich auch nur einen Söldner verliere, dann das, also das wäre wirklich... Wirklich ganz bitter. Das muss man ja echt mal sagen. Aber die Feinde kommen irgendwie nicht. Die haben keine große Lust, scheinbar. Ich warte aber einfach. Ich meine, ich habe ja Zeit. Vielleicht gerade nochmal mein Magazin ein bisschen packen. So. Und oh, ich habe ganz schön viel Munition tatsächlich verbraucht. So, da hätte ich hier nochmal die Magazine gepackt. Kommt ihr jetzt mal, Jungs? Oder ist das jetzt, ist das jetzt ein Scheinangriff? Das ist der Angriff von Potemkin hier. Hier sind wahrscheinlich gar keine Feinde. Yes? Dimitri bestätigt mich. Ich trinke erstmal ein Schlückchen Kaffee. So, Schlückchen Kaffee ist weg, aber die Feinde sind immer noch nicht da. Sind die jetzt hier alle hier unten gespawnt oder was? Kann doch nicht sein. Roger. So, nee, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich ja Reaper auswählen. Yes. Wollte mal gucken, wie sieht's denn bei dem aus mit... Ja, der hat keinen Schalldämpfer. Das heißt, der könnte vielleicht auch nochmal mit seiner Wumme schießen. Im Ernst? Ja, da kommen sie. Jetzt haben sie es zumindest gemerkt, dass ich im Sektor bin. Also die Chance war wirklich nicht besonders hoch. Aber nun gut. Ich habe sie genutzt, scheinbar. Ich wollte eigentlich nur auf mich aufmerksam machen und dachte, vielleicht steht hier irgendwo einer, an dem ich dann so gerade vorbeischieße, aber dass ich den dann tatsächlich treffe, das hätte ich echt nicht gedacht. There's the enemy! Scumlord! Yes? So, dann gucken wir uns doch das Ganze mal an. Max sollte ja eigentlich trotz ohne Sicht relativ gut treffen und das tut er auch. Carlos sieht momentan den hier
unten, den er... Ach so, den kann er nicht angreifen, weil er ja natürlich sein Fernglas in der Hand hat. Aber vielleicht kann Steroid ein bisschen Sperrfeuer auf ihn geben erstmal. Ja, das reicht noch lange nicht. Reaper sieht die beiden Jungs hier unten. Schade, zweiten Schuss nicht getroffen. Ist aber nicht so schlimm. Ich hab Miguel habe ich hier noch. Der kann das auch nochmal auf den hier probieren. Schade. Und dann warte ich erstmal das Grünchen noch ab. Ja. Unterbrechungen kann ich eigentlich im Moment nicht gebrauchen. Ich muss halt warten, bis die Feinde ein bisschen näher dran sind, damit ich die auch vernünftig treffen kann. Scumlord! Damn it! Fudge! So, aber die verstecken sich alle ganz feige hinter irgendwelchen Büschen. Blasted! Oh, hier kommt die. Ach scheiße, er sitzt ja schon wieder im Busch drinne. Enemy Soldiers! Also die Leute, die mich über links flankieren wollen, die kriege ich wesentlich besser weg. Yep. Scumlord! Nur leider kommen da zu viele für meinen Scharfschützen und rechts sitzen halt alle da irgendwo im Gestrüpp. Yep. Yes. Also die werden hier nicht rankommen, wenn ich pro Runde einen rausnehme, dann sind die alle tot, bis die bei mir sind. Das ist also nicht das größte Problem. Oh. Naja gut, weil da halt der Baum dazwischen war, deswegen hat der Reaper daneben geschossen. Normalerweise schießt der Reaper nicht daneben. So, Elroy, wie sieht's bei dem aus? Ja, ich muss halt warten, bis die Leute hier aus dem Gestrüpp rauskommen. Yes. Ah, da kommt doch schon einer. Kann ich vielleicht, ja, mit auf MD habe ich die Waffe noch nicht angelegt. Vielleicht sehe ich den ja. Nee, den sehe ich immer noch nicht. Selbst wenn ich die Waffe anlege. Carlos sieht den. Sieht den noch irgendjemand anders? Nee. Scheinbar nicht. Yep. Und jemand anders hat auch keine Unterbrechung bekommen. Oh, die bewegen sich ja fort hier. Also, das ist ja eine wahre Freude. Da kommt auch noch einer. Ja, der versucht jetzt mich zu flankieren. Das ist halt eine dumme Idee, weil die hier hinten ja auch schon richtig schön unter Beschuss stehen. So, er kommt aus dem Gestrüpp. Da sollte ich vielleicht mal nie zu ihm sagen. So, einmal habe ich nie gesagt. Reicht aber noch nicht. Yep. Ja, der Henning war auch irgendwie in die falsche Richtung gedreht. Ich guck mal, ob ich vielleicht auf den hier gerade nochmal, solange der sich hier auf freiem Feld befindet, das sieht aber nicht danach aus. Elroy probiert einfach mal den hier vielleicht, dem hier noch den Rest zu geben. Money can't buy you everything. Zack. Keine Ahnung, warum die sich schon wieder streiten. Ach, schade, ging leider daneben. Ja, hier hinten nehme ich wieder einen raus. Das hier könnte eventuell ein Schwarzhemd sehen. Das kann ich nicht sehen, solange der nicht tot ist. Bingo! War tatsächlich ein Schwarzhemd. Alles klar. Dann kann ich mir vielleicht endlich mal seine Uniform klauen. Wenn ich daran denke. Der liegt im Sterben, das ist super. Dann kann ich nämlich hier in der nächsten Runde mit Elroy mir den Killshot holen, vielleicht sogar. Und dann gucke ich mal, wie ich hier weitermache. Hier sind halt relativ viele, aber inzwischen habe ich zwei Scharfschützen in die Richtung gedreht. Das heißt, die werden nicht besonders weit kommen, vermutlich. Yes. Reaper hat... nee, ach so, weil der... Ja, der muss sich da drehen, deswegen kann er... auf die nicht schießen, dann kann er sich vielleicht einfach hier kurz die XP holen. Top notch. You called. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn Reaper die kriegt. Und Shadow, wie gewohnt professionell, räumt einfach mal eine Runde auf.
Ich versuche mal, den hier vielleicht festzunageln. Ja, so geht's natürlich auch. Und wie sieht's bei dem hier aus? Nicht so gut. So, Leute, ihr seid hier schon so ein bisschen ausgedünnt. Hättet da bloß ein Gestrüpp mitgebracht. Und er versucht jetzt, mich hier ganz oben rum zu flankieren. Also ich meine, das ist schon respektabel. Ja. Und damit das nicht so super lange dauert, versuche ich ihm den Weg ein bisschen zu verkürzen. Das ist so quasi die Abkürzung zu der Endstation, zu der er sowieso unterwegs war. Und dann mache ich hier unten direkt weiter. Oh, der ist noch stark. Schade. Nicht getroffen. Yes. Er ist noch quasi in seiner Manneskraft unberührt. So. Yes. Hole ich mir den hier direkt noch. Nur einmal getroffen, ist aber egal. Der zängt da zumindest fest. Und Grizzly kann eigentlich auch in diese Richtung mal ein bisschen feuern. Für den reicht es leider nicht. Also nicht von den AP her, aber einfach, weil er den nicht erreichen kann. Carlos dürfte ja auch einen ganz schlechten Winkel haben, selbst wenn ich also die Waffe in die Hand nehmen würde. Ja. Den muss ich halt nächste Runde mit Steroid machen, ansonsten komme ich da nicht weit. Hier. Elroy kriegt eine Unterbrechung, ja. Ich bekämpfe, ja doch, ich glaube, es ist besser, wenn ich den hier bekämpfe. Da habe ich zumindest eine Chance, den zu treffen. Hier. So, und dann geht's direkt weiter mit meiner Runde. Das heißt, es sind nicht mehr so arg viele Feinde und wirklich bewegen können die sich auch nicht mehr. Da bin ich natürlich froh. Oh, jetzt habe ich momentan niemanden mehr, der hier diesen Bereich überwacht. Da muss ich gleich Max wieder umdrehen, auf jeden Fall. Ja. So, und der hier hinten, der ist halt noch mir so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil der halt direkt hinter diesem blöden Stein sitzt, ne? Den kann ich da zwar festnageln mit dem MG43. Ja. Aber ich kann ihn... Ist das überhaupt ein... Nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle und das gar kein MG43 ist. Yes. Here. So, solange Elroy eine Chance hat, sich zu verbessern, versuche ich auch ihm die Chancen zu geben. Denn ich habe so das Gefühl, aus dem kann man noch einiges rausholen. Ich schieße hier auf den Kopf, weil ich nicht glaube, dass ich den Torso... Oh doch, den Torso kann ich tatsächlich treffen. Trotz Stein. Yes. Bingo! So, wie viele Feinde sind es denn überhaupt noch? Ach, das ist der letzte. Ja gut. Ja. Dann... Also der macht hier gar nichts mehr. Ja. Scheiße, er hat sich hingelegt. Hätte ich bloß nichts gesagt. Ah gut, da kommt er. Ja. Da kommt er. Da hat er sich wieder hingesetzt und jetzt müsste ich ihn eigentlich mit Miguel machen können. Dead. Genau. All enemies be dead. Wow, es wird immer schneller. Es ruckelt immer schneller. Es ruckelt immer schneller. So. So. Ich glaube, das lag auch irgendwie, also irgendwie diese Dialogboxen, da könnte man nochmal einen Blick drauf werfen. Ich meine, grundsätzlich funktioniert es ja alles. Und dann gucke ich mir mal an, was ich hier alles gefunden habe. Ein RPG 7, RPG 16, RPK, gut, das ist uninteressant. Oh, 9x39. Das heißt, wenn hier noch welche ist... 9x39, dann heißt das, bis auf die Magazine, die ich tatsächlich komplett leer geschossen habe, konnte ich meine komplette 9x39mm Munition wieder auffüllen. Da freue ich mich natürlich und gucke gerade mal, wo hier noch Magazine fehlen, die ich hier direkt dann wieder reintun kann. Das war's sogar schon. Ja, alles klar, dann... habe ich 9x39 Munition tatsächlich komplett wieder aufgefüllt. Ja, da bin ich froh. Aber ansonsten gibt es hier scheinbar nichts, was ich wirklich gebrauchen kann.
Ich könnte mal auf meine FAMAS, ich weiß nicht, ob alle FAMAS schon siebenfach Scopes drauf haben, also Battle Scopes, aber ich glaube, hier gibt es auch gar keine Battle Scopes gerade im Sektor, zumindest sehe ich keine. Ich würde mal sagen, das reicht erstmal wieder für diese Folge, dann holen wir uns nächste Folge den Roboter und geben den Kelch in Shizena ab und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder und bis bald.